Nice. So, dann sprechen wir mal mit dem Elfengeist. Ich trage eure Analflöte mit mir. Sie hat ihren Weg zurück zu eurem Volk gefunden. Einer eurer Nachfahren nahm den weiten Weg auf sich, es zu euch zu bringen, auf dass ihr wieder eins wäret. Oder angreifen. Nein, natürlich das Erstere. Aber es ist gut, was sie sagt bei zwei. Wen willst du mit deinem Gesäusel täuschen, Kreatur der Finsternis? Kämpfe! Nee, wir gehen erstmal zum Ersteren. Ich, diese wundervollen Klänge, mein altes Analseelenlied, lange wähnte ich es vergessen. Lasst mich doch ein letztes Mal auf meine Analflöte spielen. Bitte übergib mir mein Lama. Oder Yama oder so ähnlich. Überzeugen. Braucht ihr wirklich euer Instrument, um den Liedern der Vergangenheit zu lauschen? Versucht euch aus eigener Kraft zu erinnern. Nur so könnt ihr wahrhaftige Erlösung erfahren. Oder hier habt ihr es oder angreifen. Ach so, jetzt habe ich tatsächlich die Möglichkeit, ihn zu überzeugen. Mit Rondra oder mit irgendjemand anderem. Aber warum sollten wir die Flöte behalten? Hat sie das gesagt? Hat die Elfe das gesagt, dass wir die Flöte wieder mitbringen sollen? Nee, wir wollen das doch dem geben. Wahrscheinlich kann man die wieder irgendwie gewinnbringend verkaufen und so weiter und so fort. Ey, hallo? Du stehst gerade einem Elfengeist gegenüber, der viel mächtiger ist als dir. Und du hast eine scheiß Panflöte in der Hand, ja? Mag ja sein, dass sie den Rock'n'Roll erfindet, aber du gibst doch dem Elfen dann die Flöte. Ihr habt ihr es. Ihr habt mich aus dem Badock erlöst. All die vertrauten Lieder, das, was längst verklungen ist, ist wieder Teil von mir. Möget ihr niemals vom Licht geblendet werden. Yes! Sauber. Ich versuche mein Bestes. Natürlich, das versuchen wir alle. So. Eitriger Krötenschäbel, den wollen wir nicht haben. Och, hier ist aber echt schön, hör mal. Hatte der ein hübsches Zuhause. Mit Whirlpool und allem. Guck mal, da steigen sogar Bläschen auf. Kein Wunder für einen Analflöten-Virtuosen. Epischer Fight für eine Flöte. Ja, das stimmt. So, jetzt mal gucken, ob die gute Frau endlich von dem Gestrüpp befreit ist. Also von den Wurzeln. Haben sich zurückgezogen. Jawohl. Das heißt, ihr wart erfolgreich. Ja. Wie ist es euch dort unten ergangen? War mein Vorfahr dort? Er hat uns ein Ständchen auf seiner Analflöte gespielt. Ja, er war dort. Ich habe ihm seine Flöte übergeben. Er wollte, dass sie ihn auf seiner letzten Reise begleitet. Ihr habt wirklich Großes vollbracht. Als Zeichen der Dankbarkeit würde ich mich euch gerne anschließen. Na, endlich können wir Dranor rausnehmen. Ich suche einen alten Zauberer und einen seiner Genovizen. Irgendwo hier im Moor. Oder ist hier euch zufällig im Moor eine Boron geweiht? Achso, das ist das andere noch. Wartet hier, Gwendala. Ich komme gleich zurück. Oder wenn ihr euch mir wirklich anschließen wollt, reist nach Ferdok und wartet dort in meinem Haus auf meine Rückkehr. Ich werde jetzt erstmal nur kurz noch mit dem alten Zauberer fragen. Leider kann ich euch dabei nicht weiterhelfen. Auf meinem Weg hierher bin ich niemandem begegnet. Na gut, wenn ihr mich wirklich anschließen wollt, wartet bei meinem Haus auf meine Rückkehr. Mein Hausverwalter wird euch einlassen. Wie ihr wünscht, ich mache mich alsbald auf den Weg. Wo genau in Ferdok finde ich euer Haus? Es liegt am Praiusplatz gegenüber dem Tempel. Mein Hausverwalter heißt Wirwosch. Er ist ein Zwerg. Er wird euch in meiner Abwesenheit zu Diensten sein. Aber macht ihn nicht kaputt. Gut, ich werde dort auf euch warten. Wollt ihr noch etwas wissen, bevor ich aufbreche? Wie seid ihr in diese Lage gekommen, haben wir ja schon mal. Nein, später in Ferdok. Schnauze und verschleich dich. So gut. Dranor hat Stufe 5 erreicht. Ja, schön. Dann können wir ja mal gerade bei Dranor ein bisschen leveln. Vielleicht wird er da mal ein bisschen besser. Gucken wir mal, was der für Kampfmöglichkeiten hat. Fechtwaffen. Haben wir schon auf Max. Na gut, dann kann man nichts ändern. So, ja, aber dann haben wir ja wirklich einiges hingekriegt hier.
Wir könnten tatsächlich Körperkraft bei Fogrim noch mal ein bisschen stärken. Ich glaube, das wäre auch gar keine so schlechte Idee. Das könnten wir schon brauchen. Stufe 18 für Körperkraft bei Fogrim. Zack. Ihr macht, ihr bongt. So, Steigerungspunkte. Wir könnten Ignifaxius oder Fulminictus Dommerkeil noch mal ein bisschen verändern. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was besser ist, ob Ignifaxius oder den Donnerkeil, weil ich weiß, also es gibt halt unterschiedliche Gegnertypen, Gegnerarten, die unterschiedlich stark auf diese Sachen reagieren. Ich finde den Blitz, ich finde auch nicht ganz verkehrt, der ist schon gut auch. Der ist günstig und der hat starke Werte. Genauso das gleiche gilt auch für Plumbumbarum. Der Blitzgeschwind und Körperkraft, ja, das könnte man machen. Amatrutz wäre eigentlich auch noch ein gutes Ding. Was haben wir da? 300 Sekunden dauert der. Das ist viel. Das ist sehr viel. Je 3 Stufen plus 1. Der Modifikator kann nur so hoch sein wie und so weiter. Okay. Das finde ich schon. Also 300 Sekunden, das ist schon relativ viel. Das lohnt sich. Ich glaube, da steigere ich mal ein bisschen. Das könnte uns sehr weiterhelfen. Amatrutz auf 8. So. Und dann mache ich nochmal einen Blitzdichtfind. Oder 2 Blitzdichtfind. Nee. Und dann gehe ich jetzt erstmal auf Fulminictus Donnerkeil, weil das bringt nichts, wenn ich jetzt irgendwie 2 Zaubersprüche so halb levele. Dann lieber einen richtig. So, aber das ist ja schon mal ganz geil. Wir können ja also den Modifikator schon erhöhen und können dann vorkämpfen, zum Beispiel den Armatrutz auf unsere Tanks legen. Das macht natürlich schon Sinn. Das Spiel ist so lange her, dass ich kein Wort mehr verstehe. Ja, das sind diese Bezeichnungen von den Zaubersprüchen einfach. Alraune, nee, die wollen wir nicht. So. Also, haben wir doch die Quest auch ganz gut hingekriegt, muss ich sagen. Nach einem zweiten Anlauf, tatsächlich. So, was ist eigentlich hier los? Gittertür. Verschlossen. Kriegen wir die auf? Nö. Der ist ausgegraut. Warum? Ah, die wollen nicht, dass wir das aufkriegen. Das heißt, da müssen wir wahrscheinlich erst irgendjemanden finden. Wahrscheinlich sogar die Boron-Geweihte. Aber gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Also, ihr seht ja, ich spiele meine gute naive Weiß von nichts ziemlich auf Magier inzwischen, weil das einfach im Kampf so das Nützlichste ist. Also klar, wir haben auch noch andere Möglichkeiten. Wo ist eigentlich die Kuppel? Ach, die ist da oben. Oh Gott! Was passiert hier denn? Ihr da, seht euch vor! Außerhalb des magischen Schildes ist es nicht sicher! Was, so schnell wieder zurück? Tja, also versteck dich hinter einem... Gesinde, hilf! Gar nicht gut! Lauft! Müssen wir jetzt laufen tatsächlich, oder sind die... Der wirre Geist in Moorbrück würde aktualisiert. Suche Rakorium. Ich habe Rakorium tatsächlich gefunden. Im Gegensatz zu Rufus sind er und Nottel gesund und munter. Beide stecken hinter einem Schutzzauber, der sie vor herannahen Untoten schützt. Rufus hätte solch einen Zauber sicherlich geholfen. So, dann ist jetzt die Frage, sollen wir auch in diesen Schild laufen oder können wir das gar nicht? Das ist die Frage. Ich versuche das mal gerade. Können wir da hineinlaufen? Kommt schnell! Nein, wir können hier nicht hineinlaufen. Na toll. Na toll. Das heißt, wir müssen doch kämpfen. Aber gut, dann würde ich sagen, ist es an der Zeit, den Amatrutz mal auszuprobieren und den mal einzuweihen. Den werden wir mal direkt auf... Jetzt sag mir bloß, den Amatrutz kann ich nur auf mich selber legen. Habe ich das jetzt nicht richtig gelesen, oder was? Der Zaubernde erhält eine stählerne Haut, die seinen natürlichen Rüstungsschutz erhöht. LOL!
Dann habe ich ja mal richtig schön daneben geskillt. Das ist ja schön. Aber egal, dann hat sie eben eine unglaubliche Rüstung. Und er wird irgendwie so kämpfen müssen. Anders geht's wohl nicht. Nun gut. Oh Gott, Skelette kommen auch noch. So. Also, ich habe schon mal gerade 0 Schaden bekommen von dem Zombie. Das ist schon mal eigentlich gar nicht so schlecht. Dranor. Sag mal, hat Dranor eigentlich sein Schwert gezogen? Ja, hat er. So, du kämpfst hier. Du kämpfst dort. Und du machst mal einen Rundumschlag, weil das passt gerade. Und ich überlege gerade, ob tatsächlich der Fulgrim mal... Oh, nice! 20 Schardinen. Nice! Das ging doch schon mal ganz gut. So, jetzt mal gucken, ob ich den Zombie umhauen kann. So. Wie die umfallen. Ah ja, geil! Fulgrim hat den Zombie umgenockt. Da jetzt auf ihn mit Gebrüll, würde ich sagen. Geil, die machen überhaupt keinen Schaden, alle. Ey, Naiva ist ja richtig OP geworden jetzt durch den verdammten Zauber hier. Das ist ja super. So, wie geht's Dranor? Dranor geht's auch noch ganz gut. Dann gebe ich mal die Meisterparade. Und Naiva darf mal hier... Ey, Naiva wird getroffen und kriegt halt 0 Schadenspunkte. Wie geil ist das denn? Naiva wird voll unser Tank. So. Nice. Ey, der Dranor hat einfach mal in die Niere gestochen und dem verdammten Skelett 10 Schadenspunkte zugefügt. Also der Einzige, der momentan ein bisschen Schaden bekommt, ist Dranor. Aber das geht alles eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Das läuft wesentlich besser, als ich gedacht habe. Wo ist der? Hast du das Rezeptbuch, nachdem ich dich ausgesandt habe? Hm? Oh, das Maultier. Warum ist es denn nicht mehr bei dir? Meister Rakorium, ihr habt nicht mich, sondern Rufus weggeschickt. Und das dort ist nicht Rufus, sondern jene Person, für die wir in Avestroy das Leumundsschreiben aufgesetzt haben. Erinnert ihr euch? Achso, der redet sogar weiter. Jetzt erkenne ich, dass nicht Rufus, sondern jene Person, der wir in Avestroy das Leumundsschreiben ausgestellt. Aber... wo ist dann Rufus? Tja, ich muss euch von einer traurigen Entdeckung berichten. Euer Novize Rufus wurde von Untoten überfallen und war bereits einer von ihnen, als ich ihm und seinem Maultier begegnete. Ich habe seinen Unleben ein Ende machen müssen, als ich mich zur Wehr setzte. Oh nein, treuer Rufus. Oh. Wie schrecklich. Ach, warum nur? Verflixt, ich hätte ihn wirklich nicht. Ganz allein war er kaum zu ersetzen. Die Kabale forderte ihr nächstes Opfer. Die Monster, nur hinter dem magischen Schild sind wir noch sicher. Doch ich muss das Ritual hier vollenden, aber meine Konzentration. Seid doch bitte so gut und beseitigt diese Störenfriede, ja? Na toll! Das heißt, wir müssen jetzt gleich weiterkämpfen. Bevor ich zur Tat schreite, wollte ich noch die ein oder andere Frage beantwortet wissen. Ich stille gern euren Wissensdurst. Ja, ja. Was zur Hölle macht ihr hier und warum könnt ihr nicht uns den Schutzschild auch geben? Wir könnten doch innerhalb des Schutzschildes kämpfen und dann nur die Schwerter hinaus hechten. Wie wär's? Was braucht ihr denn so Wichtiges, dass ihr euer Leben und das euer Novizen aufs Spiel setzt? Oh, es ist Felsenvitriol, ein potenter Stoff, aber das ist erst der Schritt hin. Oh ja, ich glaube, jetzt sollte ich doch einmal umrühren. Lasst euch überraschen. Ich will noch nicht zu viel verraten. Was könnte denn diese Leichen und Untoten aus ihren Gräbern gelockt haben? Oh, eine wirklich berechtigte Frage. Uiuiui. Möglicherweise hat jemand unachtsam beim Betreten einer der alten Ruinen einen
dunklen Fluch ausgelöst. No. Ja, die Untoten aus nordwestlicher Richtung kommen, schließe ich einen Zusammenhang mit meinen Forschungen einmal aus. Aha. Wisst ihr, was es mit diesen Ruinen hier auf sich hat? Gibt es irgendwelche Besonderheiten oder alten Geschichten? Oh ja, alte Ruinen aus den Zeiten der Magierkriege, ja, erst ein Ort von, und vor allem großer Potenzial und okkulter Geheimnisse. Ja, wo fange ich an? Entschuldigt meine Gedanken. Sie kreisen stets um das Felsenvitriol, es darf nicht scheitern. Von Legenden und Sagen erzähle ich euch. Ja, am besten ein anderes Mal. Na toll. Für den Moment ist mein Wissensdurst gestillt. Ich suche jetzt weiter unten, weiter nach der Ursache für die Untotenplage. Fugare! Und ach, diese Kreaturen, sie wanken alle aus nordwestlicher Richtung zu uns. Ist dort eine Brutstätte? Vielleicht ihr Gelege? Dort, wo die Zombies kopulieren? Aber Vorsicht, die Ränkeschmiede sind sicher auch dort. In dieser Richtung, meine ich. Ja, ihr macht dieser schrecklichen Plage ein Ende und helft meinem Meister, sein Ritual zu vollenden. Hufus Tod darf nicht umsonst gewesen sein. Oh weh, schaut! Dort nähert sich schon der nächste Schlag untoter Kreaturen. Na toll. Ja, Hab ich gut synchronisiert, ne? So, Naiva wird sich jetzt erstmal wieder den Armatrutz anlegen. Das war ja richtig gut gerade. Während hingegen wir hauen den Zombie erst nochmal um und werden zack, eine Stahlhaut. Rums. Das sieht so schön aus, wenn die umfallen, finde ich. Halt, nee, wir machen erstmal den einen Zombie weg. Immer alle auf einen gehen. Das ist das Beste. So, und du beschäftigst dich mit dem. Macht ihr den noch, den krassen Angriff? Nee. Ja. Rums, einer weniger. Hervorragend. Dann würden wir den nächsten auch direkt umnieten. So, ich muss mich ja um... Sieht so lustig aus. So, aber wir kommen ganz gut klar mit den Untoten. Ich meine, der leichte Wundbrand hat Drano natürlich wieder erwischt. War ja klar. Aber der Armatrutz ist sowas von geil. Es war gut, dass ich das gemacht habe. Am Ende. Roms. Kriegen wir auch mal ein bisschen Erfahrungspunkte hier. Guck mal. Außerdem ist es auch gut fürs Ego. Zack. Da wankt er noch, aber das halte ich mal gerade kurz an, um direkt schon den Auftrag für einen deftigen Gulmond-Tee an den guten Dranor zu vergeben, auf dass sein Wundbrand gestillt werde. Zack. Hervorragend. Lass das mal Vorgrim machen. Vorgrim. So, ich sammle jetzt überhaupt gar nicht mehr auf bei den Untoten, aber ich glaube, das ist auch nicht so notwendig, oder? Fussel. Also, das ist ja genau das. Oh, Wurfbeile. Immerhin. Das könnten wir auch Dranor geben, die Wurfbeile. Vielleicht kann der mit den Wurfbeilen umgehen. Ich weiß gar nicht. Aber ein Fussel nimmt man natürlich gerne mal mit, ne? Von einem Zombie. So, nordwestliche Richtung. Alte Tempelruine. Da müssen wir wohl hin. Na gut, dann laufen wir da mal hin. Das ist wohl hier drüben. Hallo? Wer kommt jetzt? Ach, ein Skelett. Wie niedlich. Ein Skelett. Rums. Sieht irgendwie so lustig aus, wenn die mit den Schwertern so zustechen auf ein Skelett, wo man halt überall durchstechen würde. Aber egal. So. Naiva ist auf jeden Fall sowas von OP jetzt. Geil. Hier kommen ziemlich viele Zombies. Viel zu viele. Amazone voraus. Ja, ich. So, dann gucken wir mal. Die bewegen sich ja Gott sei Dank relativ langsam, dass wir möglichst schnell einen Einzelnen immer wegkriegen. So, der ist gerade erst noch nicht ganz weg, aber dann kann ich Naiva den hier schon mal
bekämpfen lassen und wir gehen hier schon mal auf ihn drauf. Die muss er noch einmal zustechen. Siehst du mal. So, und du beschäftigst dich dann mit dem hier. Und die anderen drei kämpfen gegen den da. Und zwar mit allem, was sie haben. Ich glaube, den Wuchtschlag lasse ich tatsächlich nochmal. Da kommen nämlich noch 1, 2, 3. Von dort hinten kommen auch noch welche. Da kommt ein Skelett noch an. Ich lasse das mal gerade so. Oh Gott. Da kommt noch einer. Dann kämpfe ich hiermit schon mal. Hau den um. So, Achtung. Die zwei kämpfen hier, das ist okay. Und dann würde ich ihn nochmal hier um ein Umwerfen bitten. Oh, jetzt hat Naiva tatsächlich mal was abbekommen, oder was? Ist ja fies. Aber die Zombies sind im Endeffekt nicht allzu hart. Das ist schon mal gut. Nice. Ein Zwerg, ein Wort. Für Ardo. So. Mach hin, Rulana. Du hast eine neue Aufgabe. Huch. Was ist denn mit ihm los? Achso. Den habe ich irgendwie anscheinend noch gerade angeklickt gehabt. So, gleich ist Naiva mit dem Zombie fertig und Rulana mit dem anderen. Das heißt... Ach nee, er muss natürlich auf den drauf gehen. War ja klar. Da stirbt wieder einer der Zombies. Wie sieht's so lebensmäßig aus? Sieht's eigentlich gut aus, ne? Es ist Zeit für einen goldenen Power Ranger. Bitte was? Hervorragend. Den hier kann... Können die beiden beackern. Das ist eigentlich ganz okay. Der ist gerade umgefallen. Und hier können wir nochmal einen umwerfen. Nice. Ey, wie viele hier einfach begraben liegen. Guck mal, da kommen schon wieder zwei. Und noch einer. Ich habe so das Gefühl, dass wir hier durchlaufen müssen, weil das nicht aufhört. Kann das sein? Das ist auch so eine Gruft, wo irgendwie 10.000 rauskommen. Ist das vielleicht hier wieder so ein typisches... Das wäre natürlich echt übel, wenn hier schon wieder ein Massengrab ist. Also eine Brutstätte von Zombies, die nicht aufhört. Das wäre natürlich echt bitter. Dann sollten wir hier nicht weiterkämpfen. Dann gucken wir uns erstmal hier um. Ah! Da hinten. Guckt euch den an. Ein Nekromant! Oh, noch mehr Wahnsinnige, die glauben, sich mir in den Weg stellen zu können. Gut, noch kämpft ihr dagegen an, aber schon bald werdet auch ihr die Ränge meiner Gefolgschaft bekleiden. Das war die... Tüchtig zu, meine Lieblinge. Beseitigt diesen lebenden Abschaum. Ja, ist ja schon gut. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir hier überhaupt zu dem hinkommen. Die Frage, ob wir überhaupt irgendwie zu dem hinkommen können. Sieht nämlich nicht so aus. Ah, das sieht gut aus. So, meine Freunde. So sieht es nämlich aus. Jetzt werde ich den erstmal umwerfen. Für die Königin. Denn wenn wir den erledigt haben, liebe Leute, dann dürfte es für alle besser werden. Also das heißt, wenn wir den weg haben, wie viel hat der? 120. Dann müssten alle Skelette und ähnliches irgendwie... So, der liegt schon mal am Boden. Ach, ich liebe das. Wenn die auf den Boden fallen wie so nasse Säcke, ne? Das finde ich großartig. Oh, Falle entdeckt. So. Können wir den direkt nochmal umwerfen? Das versuchen wir doch. Rondra, mach doch auch mal einen Wuchtangriff.
Ist das ein Spaß. So ein Spaß. Ne, warte mal. Na zum doch. Horizont. Zum Horizont. So, ich lasse jetzt mal die anderen auf mich eindreschen, weil es sieht nicht so aus, als würden die mir gerade wahnsinnig viel Schaden machen. Selbst, mein armer Trotz dauert nur noch 41 Sekunden. Wir sollten es hinkriegen, bis dahin tatsächlich, ob der wohl gegen Fulminictus Donnerkeil gut gewappnet ist? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Ich könnte mal versuchen, einen Blitzdichtfind auf ihn draufzuwerfen. Mal gucken, ob das was bringt. So, jetzt haut zu! So, wie viel hat er? 45, das geht doch. Oh Gott, jetzt kommen aber wirklich viele Zombies hier ran. So, bitte greift jetzt weiterhin den hier an. Nicht irgendjemand anderen. Komm schon. So, kannst du wieder... Nee, niederwerfen 14. Wie viel haben wir jetzt hier? 8, da brauchen wir noch ein bisschen. So, Blitzdichtfind hat er auf jeden Fall. Mal gucken, ob das was bringt. Das ist die große Frage. So, hier haben wir nichts, nichts, nichts. Zu euren Diensten. Boah, stehen hier viele, viele Sachen jetzt rum. Wie die alle rumlaufen. So, jetzt versucht er aber irgendwas Fieses hier. Wie viel haben wir hier? Schnell, Fogrim. Oh Gott, 14 braucht er. Das schafft er nicht. Der macht jetzt irgendwas Fieses hier mit Rulana. Aber da können wir jetzt leider nicht gegen an. Aber der hat ganz schön draufgekrockt. Guck mal hier, der hat nur noch 8. Noch einmal zuschlagen, würde ich sagen. Dann war es das auch. Yes! Da fallen sie wie die nassen Säcke, die sie sind. Nice.